Und jetzt eine neue Folge von Jedi und Sith, die Gemeinschaft der Macht, nur auf Feuer und Filme. Gezogen. Fühlt sich an, als wäre es schon ein Jahr her gewesen. Das letzte Mal, das verspreche ich dir. Das ist das letzte Mal, dass du dich meiner privaten Zeit. Leider ist Sith jetzt zurzeit im Gefängnis in einem fernen, fernen Land, in einer fernen, fernen Galaxie. Und so begibt es sich, dass ich die Kritik zu dem neuen Star Wars Film jetzt hier für Feuer und Filme für euch alleine mache. Und es geht um den Film Rogue Nation. Und Rogue Nation ist im Grunde ein Pre-Sequel, also es ordnet sich an zwischen dem Episode 3, die Rache der Sith, und dem tatsächlich dann A New Hope, dem also allerersten im Film. Ich weiß also nicht, ob es jetzt ein Prequel, Sequel oder sonst irgendwas ist. So erfahren wir ja in A New Hope, dass tatsächlich die Baupläne des Todessterns gestohlen wurden von der Rebellenallianz. Und in diesem Film Rogue One erfahren wir mehr darüber, wie das vonstatten ging und auch ein bisschen was über den Todesstern und die Konstruktion des Todessterns. Und das ist tatsächlich sehr viel interessanter, als man denken mag. Dieser Film ist dabei in vielen Bezügen etwas anderes als der klassische Star Wars Film, selbst wenn man die Unterschiede zwischen Episode 1, 2, 3 und 4, 5, 6 in Betracht zieht, so gab es doch irgendwo immer mal wieder wiederkehrende Elemente und irgendwie einen roten Faden mehr oder minder. Dieser Film versucht anders zu sein und das merkt man schon gleich am Anfang, denn es fehlt die klassische und typische Intro-Sequenz mit der Melodie und dem gelben Schriftzug, der über den Bildschirm fährt. Das haben wir nicht in diesem Film, aber insgesamt finde ich das gar nicht so schlimm, dass dieser Film versucht, ein bisschen was anderes zu sein. Eine andere Sache, die ganz wichtig tatsächlich ist, könnte man sagen, ist, dass der John Williams, der bisher immer die Musik komponiert hat für alle Star Wars Filme und die immer großartig war, und das ist nun der erste Film, in dem er selbst nicht die Musik gemacht hat. Natürlich gibt es immer mal wieder das Originalscore und es gibt gewisse Anleihen an das Originalscore und die Originalmusik, aber im Großen und Ganzen ist es eben nicht mehr John Williams, aber die Musik ist trotzdem gut und sie befriedigt und sie gibt einem das Gefühl, trotzdem irgendwo noch in einem Star Wars Film zu sein, zumindest in diesem
Star Wars Universum zu sein. Und auch das Art Design und insgesamt die Kostüme und die Sets und die Raumschiffe und all das lässt eigentlich nicht darauf schließen, dass man es hier nicht direkt mit einem Star Wars Film zu tun hat, denn tatsächlich ist das alles sehr, sehr homogen mit der restlichen und übrigen Star Wars Welt und es fühlt sich gut an und sieht toll aus. Und das ist eine Sache, die dieser Film sowieso insgesamt einfach hat. Er sieht bombastisch aus. Es ist wirklich großartig. Es ist eine Freude, ein Fest für die Augen, sich diesen Film anzugucken. Ich hatte viel, viel Spaß dabei. Auch die 3D-Effekte funktionieren sehr gut. Das ist einfach insgesamt auf einer sehr, sehr, sehr guten Ebene geleistet und gemacht. Das ist einfach top. Zu diesem Aspekt des Aussehens passt auch, dass Gareth Edwards, den man unter anderem von Godzilla aus 2014 kennt tatsächlich, dass der die Action-Szenen und gerade die Weltraum-Szenen, die es gibt, unglaublich toll inszeniert. Das macht wirklich, wirklich Spaß. Und an dieser Stelle sei auch schon angemerkt, dieser Film hat sehr große Actionanteile. Tatsächlich ist man hier eher mit einem Kriegsfilm konfrontiert, möchte ich tatsächlich sagen, was die Trailer ja teilweise versprochen haben. Und dieser Film hält das bis zu einem großen Teil ein. Tatsächlich ist es sogar so, dass dieser Film bitter ernst ist in einigen Sequenzen und das auf eine unglaubliche Art und Weise, die überhaupt nicht wie Star Wars normalerweise ist. Und ich habe Respekt vor Disney, dass sie das haben mit sich machen lassen, einen solchen Film zu produzieren. Ich bin sehr, sehr positiv davon überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass sie in manchen Bezügen tatsächlich sich trauen würden, so weit zu gehen und versuchen würden, sich so anders zu inszenieren als ein typischer Star Wars Film. Das hat mich sehr, sehr gefreut. Ich war sehr froh darüber. Ich war auch sehr froh darüber, dass dieser Film tatsächlich nicht versucht, sich als ein direkt neues Franchise zu inszenieren. Nein, tatsächlich, dieser Film legt es eigentlich nicht darauf an, ein Sequel zu haben. Und auch das hat mir sehr gut gefallen. Das braucht man mehr in dieser Zeit, wo alles zu einem Franchise gemacht wird. Es gibt von allem einen zweiten Teil. Und tatsächlich macht mir das auch Hoffnung für die zukünftigen Filme, die sich ja auch als Prequels teilweise inszenieren sollen, dass man auch da versucht, eben nicht so eine Sequel-Geschichte und so eine Franchise-Geschichte anzufangen, in dem Sinne, als dass man 1, 2, 3 macht oder sowas, sondern dass man das ein bisschen abgeschlossen und einfach ein bisschen für sich belässt und versucht, einen Film mit Anfang und Ende zu machen, hat bei dem Film gut funktioniert soweit. Wie schon erwähnt, hat man es eher mit einem Kriegsdrama zu tun, wobei Drama jetzt vielleicht doch ein bisschen hochgegriffen ist. Es ist ein Kriegsfilm, der eben große Anteile hat von anderen Kriegsfilmen und das funktioniert nicht zuletzt deswegen gut, weil alle oder die meisten Schauspieler zumindest einen sehr guten Job machen und eine gute Leistung bringen. Das sind auch einfach gute Schauspieler. Ich meine, wir haben hier Forrest Whitaker, Mads Mikkelsen, Felicity Jones ist auch gut als Hauptdarstellerin und auch der Bösewicht Mendelsohn mit Nachnamen heißt er, ist auch gut und spielt einfach gut und das passt alles zusammen und das ist homogen und das fühlt sich auch gut an und macht Spaß, sich das anzugucken. Eine kleine interessante Sache noch möchte ich hier auch anmerken, wie man sich schon denken kann, werden natürlich auch Charaktere auftreten, die man aus A New Hope und den nachfolgenden Filmen bereits kennt und teilweise haben sie diese Figuren mit CGI-Techniken nachempfunden und das war sehr viel besser als ich es mir vorgestellt habe. Man erkennt es, aber es war wirklich, wirklich gut gemacht, mit sehr viel Liebe, mit sehr viel Aufwand, denke ich. Man hat einfach Energie da reingesteckt, hatte ich das Gefühl. Wie gesagt, man kann noch erkennen, dass es CGI ist, aber es ist wirklich gut gemacht. Und ihr merkt jetzt schon, ich bin also insgesamt sehr, sehr begeistert von diesem Film. Die meisten Sachen, vor denen ich unheimlich Angst hatte, bevor der Film herauskam, sind nicht eingetreten, sondern ganz im Gegenteil, meine größten Hoffnungen haben sich bestätigt. Und es ist jedoch eine Sache, die diesen Film für mich, gerade weil alle diese Dinge so gut sind, macht es für mich noch schwieriger, das zu ertragen quasi. Und das ist das Pacing leider. Was ich schon beim letzten Star Wars Film ein bisschen bemängelt hat, das setzt sich hier leider sehr, sehr massiv fort. Das ist ein Trend, den ich zurzeit fühle und das Gefühl habe, dass er immer wieder kommt in großen Blockbuster-Filmen. Das ist einfach eine zu schnelle Aneinanderreihung. Ohne zu viel zu spoilern, glaube ich, kann ich hier sagen, dass wir innerhalb des Films, innerhalb der ersten 5 Minuten
wirklich ungelogen mindestens 3 oder 4 Mal den Schauplatz wechseln. Das ist mir zu schnell. Insgesamt ist der Film zu schnell für mich. Es passiert zu viel, zu schnell getaktet. Und ich hätte so viel mehr mitleiden und so viel mehr mitempfinden können bei diesem Film. Und ich glaube, dieser Film hätte für mich einer, wahrscheinlich der beste Star Wars Film sein können, den es bis jetzt gibt, tatsächlich sogar, wenn dieses Pacing nicht so off gewesen wäre für meinen Geschmack. Das ist, wie gesagt, für mich sehr, sehr schwer zu ertragen, weil der Rest des Films so gut ist und so viele Sachen so toll sind. Ich denke, damit werde ich dann auch zur Wertung kommen und es ist mir wirklich schwer gefallen, denn so viele Sachen sind so gut und ich hoffe, dass sie das weiter fortsetzen, dass sie experimentell bleiben, dass sie anders sein wollen, dass sie am besten jeden dieser Filme immer wieder ein bisschen anders inszenieren, ganz eigen und völlig unabhängig von dem Rest irgendwie versuchen, zumindest vom Typ und Stil her zu inszenieren. Das hoffe ich wirklich und deswegen kann ich diesen Film auch eigentlich gar nicht so schlecht finden, weil das alles so viel besser gemacht hat als viele andere Filme und viele andere Franchises. Und deswegen gibt es von mir 8 Punkte insgesamt. Und warum eben nicht 9 oder 10? Naja, wegen dem Pacing. Ich finde es so schade, ich brauche die Zeit, vielleicht bin ich zu alt, keine Ahnung, ich brauche die Zeit, ich möchte mich mit den Charakteren mehr, ich möchte sie mehr kennenlernen, ich möchte mich ein bisschen mehr in ihre Lage versetzen können und ein bisschen mehr das Gefühl haben, mit denen in den Dialog wirklich zu treten und mit denen zu leben und was mitzuerleben. Und gerade bei solchen tollen Schauspielern hätte man das machen können, man hätte sich schweren Herzens, was ich verstehen kann, von einigen Sachen trennen müssen. Aber ich hätte es schön gefunden, ich hätte es gut gefunden, mir hätte das besser gefallen. Ich glaube, es hätte den Film insgesamt unheimlich gut getan, wenn man das getan hätte. Und in diesem Sinne, wie gesagt, 8 von 10 Punkten für einen wirklich schönen Star Wars Film, wie eine schöne Ergänzung. Es gibt schöne Easter Eggs auch immer wieder drin. Also für jeden Star Wars Fan meiner Einschätzung nach ein absolutes Muss. Schreibt mir doch bitte in die Comments, was ihr gerade vom Pacing gehalten habt. Das würde mich wirklich, wirklich interessieren. Ist es eurer Meinung nach auch zu schnell gewesen oder habt ihr gesagt, nee, das hat bei mir genauso funktioniert, glaube ich, wie der Film das intendiert hatte und wie das sein sollte. Und für mich war das gut oder eben doch auch, dass es zu schnell war und dass ihr es schade findet. Dann gilt natürlich wie immer, wenn ihr euch freut und wenn ihr weiter wollt, dass wir euch so regelmäßig mit neuen Kritiken füttern und auch unsere Kanal weitergeht, dann liked, subscribed uns hier bei Instagram und bei Facebook und überall. Wir freuen uns riesig. Zurzeit läuft es ganz gut. Wir sind sehr, sehr dankbar für euch alle. Wir sind dankbar für die Leute, die uns ständig kommentieren. Das ist sehr, sehr toll. Vielen Dank dafür. Wir versuchen, den Wünschen an Kritiken möglichst nachzukommen. In diesem Sinne wünsche ich euch viel, viel Spaß bei dem Film. Schreibt mir rein, wie ihr es fandet. Natürlich den Film insgesamt auch. Und ein schönes Kinowochenende mit Rogue One. Guckt euch den Film an. Ich kann es euch nur richtig empfehlen. In diesem Sinne, macht es gut. Bis dann.